Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 75 Jahre Grundgesetz am 23. Mai für uns von der AfD ein Grund zum Feiern, für Sie andere von den selbsternannten Qualitätsdemokraten ein gefühlloses Ritual. Noch vor 5 Jahren gab es eine vereinbarte Debatte dazu hier im Hause, heute nur 2 schlappe Anträge der Union. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig Ihnen von den Regierenden das Grundgesetz ist, nämlich überhaupt nicht. Sie labern über das Grundgesetz. Wir als AfD leben das Grundgesetz. Sie von den Altparteien empfinden das Grundgesetz, vor allem den Grundrechteteil, zunehmend als störend. Denken Sie an die Corona-Zeit. Jahrelang haben Sie nahezu jedes Grundrecht suspendiert und mit den Füßen getreten. Wir für die AfD halten das Grundgesetz für existenziell für diese Demokratie. Wir sind die Demokraten. Und wenn ich in dieses Halbrund hineinschaue, kann ich vor der Regierungsbank und nicht etwa auf der Regierungsbank eine einzige Grundgesetzfraktion sehen, nämlich die AfD. Wir haben keine verurteilten Verfassungsbrecher in den Reihen, wie ansonsten Sie alle. Merkel, Scholz, Seehofer, Lindner, Habeck, Ramelow, alle verurteilte Verfassungsbrecher, da finden Sie bei uns keinen einzigen. Wir von der AfD sind Grundgesetz. Wir stehen für Meinungsfreiheit, Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, körperliche Unversehrtheit, Stichwort Impfzwang, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für Gleichheit. Wir sind die aktiven, optimistischen Demokraten, während Sie alle hier von den deutschen demokratischen Altfraktionen sich zum Schein so bezeichnen wie die Gott sei Dank untergegangene Deutsche Demokratische Republik. Das ist der Bogen, den Sie von den deutschen demokratischen Altfraktionen dahin schlagen. Sie gestatten keine Zwischenfrage. Ich gerne. Haben Sie eine? Ja, ich habe eine. Oh. Das will ich Sie gerade fragen. Ja. Eine Zwischenfrage von Dirk Wiese oder also, Zwischenbemerkung? Also aber, nein. Na, Herr Wiese kann natürlich auch gerne eine stellen, selbstverständlich. Ich freue mich immer wieder über Zwischenfragen. Die meisten trauen sich ja nicht. Aber Herr Wiese hat den Mut. Herr Wiese, Feuer frei. Der Kollege da von Ihnen guckt in die falsche Richtung. Schauen Sie mal. So, sehr geehrter Herr Kollege Brandner, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. So bin ich. Es ist ja durchaus so, dass Sie am Rednerpult viel erzählen, aber meistens das, was Sie am Rednerpult erzählen, ehrlicherweise in der tatsächlichen Umsetzung da nicht so viel passiert. Und ich möchte Ihnen eine Frage stellen, weil Sie vor nicht allzu langer Zeit bei der Reform der Parteienfinanzierung hier vorne am Rednerpult gesagt haben, dass Sie als AfD auf dieses Geld nicht angewiesen sind, dass Sie dieses Geld nicht haben wollen und Sie kriegen ungefähr 50% dessen, was Sie an Geld in der AfD zur Verfügung haben, aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Jetzt ist diese Reform der Parteienfinanzierung durchgegangen. Sie haben damals gesagt, wir wollen das Geld nicht. Aber das Geld ist auf die Konten der Parteien eingezahlt worden. Und bis zum heutigen Tag ist das Geld, was die AfD bekommen hat, was Sie nicht haben wollen, nicht zurückgezahlt worden. Und darum wollte ich Sie hier noch mal fragen und an Ihre Glaubwürdigkeit appellieren. Wann sorgen Sie denn dafür, dass dieses Geld, was die AfD bekommen hat, zurückgezahlt wird? Wann sagen Sie uns zu, dass dieses Geld, wie Sie haben, das Sie nicht haben wollen, denn auch zurückgezahlt wird? Weil da frage ich mich schon, ob das denn Ihre Glaubwürdigkeit ist oder ob Sie immer nur hier Reden schwingen, wo eigentlich nichts dahinter ist. Gut, jetzt haben Sie einiges sich selber gefragt. Können Sie ja gerne machen. Einiges haben Sie mich gefragt. Ich kann jetzt keinen direkten Zusammenhang zu der Debatte erkennen, aber ich antworte trotzdem gerne. Ich kann Ihnen versprechen, Herr Wiese, sobald Sie und die anderen Parteien das Geld zurückbezahlt haben, machen wir das natürlich selbstverständlich auch. Ja. Da sind wir völlig gerne auch. Es reicht mir auch, wenn Sie jetzt hier zusagen, dass die SPD das zurückzahlt. Dann werde ich gleich nach der Rede mich auf diesen Platz da setzen, den Bundesschatzmeister anrufen und sagen, leiten Sie das in die Wege. Gleiches Recht für alle muss sein. Sie haben sich die Taschen voll gemacht. Wir lassen die Taschen deshalb nicht leer, nur damit Sie dadurch einen kleinen Vorteil haben. Das ist die Antwort auf Ihre etwas sehr merkwürdige Frage. Aber so sieht es tatsächlich aus. Also, kommt die Zusage jetzt? Herr Wiese, kommt die Zusage der Rückzahlung der SPD-Finanzengelder oder kommt die nicht? Also, kommt wahrscheinlich nicht. Gut, meine Damen und Herren, wir waren an dem Punkt angelangt, dass die Deutsche Demokratische Republik, genau wie die deutschen demokratischen Altparteien, sich als demokratisch bezeichnet, haben es aber nicht Sinn. Sie wollen die Opposition, die AfD, Sie wollen sie vernichten. Sie hetzen 18 Geheimdienste auf uns. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, 16 Landesämter für Verfassungsschutz, den militärischen Abschirmdienst. Sie wollen uns vernichten. Sie schränken die Meinungsfreiheit immer mehr ein, organisieren Regierungsmassendemonstrationen von Regierungsergebenden
gegen uns und lassen tägliche psychische und physische Angriffe auf die Opposition nicht nur zu, sie fördern die auch noch in ihrem Krampf gegen rechts und die Unterstützung der Antifa. Das ist der erbärmliche Zustand der Demokratie in unserem Land heute. Damit Sie aber nicht nur über die hohlen Phrasen der CDU diskutieren müssen, haben wir einen Antrag vorgestellt und vorgelegt, der die bewährten Elemente des Grundgesetzes hervorhebt, aber gleichzeitig öffnet und fit macht für die Zukunft. Die ach so demokratische Union hat übrigens verhindert, dass unser Antrag dazugestellt würde. Wahrscheinlich waren Sie neidisch über die Qualität des Antrags. Meine Damen und Herren, wir brauchen zwingend mehr direkte und direkt demokratische Elemente. Wir brauchen mehr Volksabstimmungen. Wir brauchen eine echte Gewaltenteilung und eine freie, selbstbewusste und unabhängige Justiz. Wir brauchen mehr Meinungsfreiheit und wir brauchen auch Deutsch als Landessprache im Grundgesetz. Ehemals eine CDU-Forderung bis vor einigen Jahren, inzwischen nicht mehr, aber wenn die CDU, wenn die Schwarzen sich weiterhin so radikalisieren, dann wird das wahrscheinlich demnächst wieder eine Forderung sein. Sie wollen den Verfassungstag zum Gedenktag machen. Was gibt es denn da zu gedenken? Der muss gefeiert werden. 75 Jahre, 76 Jahre, 80, 85 Jahre Grundgesetz. Da gibt es nichts zu gedenken, da gibt es zu feiern. Das ist der Optimismus, den wir rausbringen wollen. Und dann entdeckt plötzlich die CDU den Patriotismus wieder und möchte mehr Deutschlandfahnen in der Öffentlichkeit sehen. Und obwohl wir uns alle, und Herr Gröhe, ich weiß gar nicht, ob der da ist, uns auch alle noch sehr gut daran erinnern, wie Ihre Parteivorsitzende Merkel mit Deutschlandfahnen umgesprungen ist. Sie entsorgte sie voller Abscheu für unser Land. Merkel würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie da wäre. Sie würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie mitbekäme, dass die CDU, CSU inzwischen von Patriotismus wieder schwafelt. Ostdeutschland soll schuld sein daran, dass kein Nationalbewusstsein da ist. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt überall selbstbewusste, fröhliche Patrioten auf den ostdeutschen Straßen und Plätzen. Gehen Sie da mal hin, reden Sie mit den Leuten vor Ort, meine Damen und Herren. Patriotismus heißt für uns deutsche Interessen nach vorne, nicht das Opfern der deutschen Interessen auf dem Altar der europäischen und weltweiten Beliebigkeit, meine Damen und Herren. Das ist für uns als AfD, das gehört zur DNA. Dennoch, und das wird Sie vielleicht wundern, trotz dieser eklatanten Schwächen Ihres Antrags von der CDU reichen wir Ihnen die Hand und setzen heute ein Zeichen, auch gegen die anderen, dass wir mehr Patriotismus und mehr Verfassungsliebe wollen und stimmen, Sie werden es kaum glauben, Ihrem Antrag zu. Die Brandmauer von unserer Seite hat eine Tür. Vielleicht öffnen Sie Ihre auch. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Shahina Gambir.